Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört hatten. Verborgene Waffen. Diese befreiten Sklaven haben sich tatsächlich gegen die Evanuris zur Wehr gesetzt, die sich als Götter ausgaben. Elfische Magier, die Macht und Sklaven angehäuft haben. Da könnte man durchaus die eine oder andere Parallele zu den Magistern Tevinters ziehen. Na denn. Schauen wir uns hier aber nochmal weiter um. Und so wie es aussieht, haben wir hier gleich einen kleinen Kampf. Na denn. Ich hoffe, ich treffe ihn noch. Hey. Der war aber gut drauf. Ja gut, dann machen wir es halt. Nein, ich habe die Konsole aus Versehen geöffnet. Das wollte ich nicht. Jetzt machen wir die Konsole wieder zu. Ich sollte mal wieder die Konsole deaktivieren. Das ist nicht so toll. Das war noch aus dem Problem mit dem Illuvien. Das war nämlich ein anderer Tipp, den ich ausprobiert hatte. Der übrigens nicht funktioniert hat. So. Arbeite ich jetzt auch noch Platz. Wunderbar. Bevor wir gehen, sollten wir nach allem suchen, was uns verraten könnte, warum die Kunari hier waren. Okay, aber zuerst hören wir jemanden zu. Wisst ihr, Schätzchen, dieser Ort bringt mich auf eine Idee, wie ich den kleinen Sommerfrühstücksraum auf Chateau Ghislain umgestalten könnte. Ihr habt für jede Jahreszeit einen eigenen Frühstücksraum? Vor nicht einmal einem Jahrhundert war es groß in Mode, für jede Mahlzeit und jeden Wochentag einen eigenen Raum zu haben. Als diese Marotte vorüber war, haben die Herzoge von Ghislain die meisten dieser Räume in Schränke umgewandelt. Stauraum ist nämlich zeitlos. Okay. Gut, aber gucken wir uns jetzt hier trotzdem noch weiter um. Ich habe da noch einen Zettel gesehen. Anmerkung. Bezüglich der Wolfstatue. Vergesst nicht, um die Statue zu bewegen, müsst ihr den zweiten Wandleuchten von der links entzünden, wenn ihr in die Richtung des Wolfkopfes steht. Nutzt dafür die blaugrüne Flamme in der Feuerstelle. Sie ist magisch, wird euch aber keinen Schaden zufügen. Denkt an eure Pflicht gegenüber den Kuhn. Sobald ihr den Wandleuchter entzündet, öffnet sich eine Kiste zwischen den Pfoten der Statue, in der sich ein Gegenstand befindet. Berührt ihn nicht. Er ist uralt und elfisch. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir ihn von einem Scherabass auf magische Eigenschaften untersuchen lassen. Okay, ja, den Bogen, den haben wir ja schon. Ein neuer Stab könnte noch cool sein, so und so. Ein unbekannter Eindringling. Dieser blutbefleckte Brief wurde sowohl auf Kunlat als auch auf Gemeinsprache verfasst. Vor 2 Stunden hat ein unbekannter Eindringling unsere Verteidigung durchbrochen. Es war ein maskierter, verhüllter Magier, der Magie einsetzte, um die Geister herbeizurufen und sie gegen uns zu wenden. Der Eindringling bewegte sich, als würde er diesen Ort kennen und floh, nachdem die Geister erwacht waren. Dutzende von uns sind tot. Die Geister greifen weiterhin an. Ein Kampf wäre... Der Rest des Briefes ist unleserlich. Das Blut ist noch feucht. Eine Notiz über einen unbekannten Eindringling, der durch einen Illuvien kam. Er hat Geister gegen uns gewandt und ist dann geflohen. Ein Magier. Er muss sich den Weg hieraus freigekämpft haben. Die restlichen Kunari hat er dann den Geistern überlassen. Wir haben es also mit 2 Parteien zu tun. Den Kunari und einem mysteriösen Unbekannten, der fest entschlossen ist, sie aufzuhalten. Okay. So, wir plündern uns hier aber auch nochmal durch. Ich habe schon ein einmalige in... Was? Okay.
Das Ding sieht gar nicht mal so schlecht aus. Kritische Treffer verbessert Standardgriff. Du springst nun bei deinem ersten Angriff auf dein Ziel zu, wenn es zwischen 6 und 12 Metern entfernt ist. Hui! Und Angriffsplan. Dieser Brief wurde sowohl als auf Kunlat als auch in Gemeinsprache verfasst. Ich habe eure Berichte gelesen. Stationiert eure Leute in den verlassenen Elfentürmen am See. Der Spiegel nach Halashiral liegt nicht weit vom Zugang zu diesem Gebiet entfernt. Wir werden den Platz brauchen, um unsere Leute unterzubringen, nachdem die Unterwanderung abgeschlossen ist. Darunter befindet sich eine Karte des Kreuzwegs. Ein Pfeil zeigt von dem Illuvien in den Elfenruinen zu jenen, der in den Winterpalast führt. Diesem Brief zufolge kamen die Kunari in diese Ruinen, weil die Illuvien mit Halamshiral verbunden sind. Sie haben es also auf den Winterpalast abgesehen. Es ging um irgendeine Art Unterwanderung. Mehr steht hier leider nicht. Ach, das ist doch verrückt. Sie verhalten sich, als wären wir im Krieg. Und? Ist dem so? Ach, ich weiß es nicht, Boss. So sehr ich es mir auch wünschte. Gehen wir. Wir müssen die Leute warnen. Sie müssen erfahren, was die Kunari im Winterpalast planen. Ja. Aber ich würde mich hier jetzt gerne nochmal umschauen weiter. Okay. Da ist ein hängender Kelch. Den würde ich gerne mitnehmen. Aber wie sind die Kunari an die Illuvien gekommen? Das ist so die Frage. Gut, machen wir aber erstmal anders. Wir machen jetzt erstmal Waffen. Bitte sei deutlich besser. Ah, nicht ganz, aber ganz ehrlich, die Fähigkeit alleine schon macht ordentlich was her. So, das heißt, Bulle, du bekommst jetzt hier natürlich die wunderschöne Streitaxt. Sieht auch ein bisschen cooler aus als der Hammer, muss ich auch zugeben. So, und wir selbst haben ja noch einen weiteren, was war das? Gürtel des Sturmpaktes. Auf Elektrizität basierende Fähigkeiten sind deutlich mächtiger, kosten aber eine große Menge Gesundheit. Wäre doch nochmal ein bisschen besser als das mit der Eile. Das, ja gut, gucken wir mal, Bulle, was hast du eigentlich für einen Gürtel drinne? Du hast Verteidigung im Nahkampf. Ja, komm. Du kriegst jetzt den der Eile, weil du saugst dir ja sowieso nochmal ein bisschen Blut ab. Jetzt bin ich mal gespannt. Elektrizitätsfähigkeiten machen jetzt noch mehr DPS. Also Schaden pro Sekunde. Bin ich mal echt gespannt. So, wo geht der Illuvien jetzt hin? Aha. Hier geht er hin. Okay. Aber... Haben wir jetzt hier eigentlich auch alles? Ich hoffe mal. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal Bescheid. Schade, jetzt hätte ich gerne noch den neuen Gürtel ausprobiert und die Waffe. Aber na gut. Schauen wir mal. 12 Meter war jetzt nicht so viel, aber komm, der Typ ist ja eigentlich vom ganzen Raum einmal bis zu mich rangesprungen. Das war schon nicht schlecht. Ein toter Kunari war schlimm genug. Jetzt sind es viele und sie sind feindselig. Das ergibt keinen Sinn. Die Kunari sind vielleicht keine Freunde der Inquisition, aber warum sollten sie uns angreifen? Und warum sind sie überhaupt hier? Oder nutzen die Illuvien? Ich lasse den Spiegel vorerst bewachen, Eure Heiligkeit. Bitte, Kallen. Nenn mich Liliana. Ja, Eure Liliana. Eure Liliana.
Es scheint, als wäre die verhältnismäßig friedliche Zeit der letzten 2 Jahre vorüber. Erst die Verderbnis, dann die Magier und Templer, dann Korypheus und nun das. Können denn keine 10 Jahre vergehen, ohne dass die Welt auseinanderbricht? Wir müssen verhindern, dass die Kunari die Verhandlungen stören. Die Lage im Erhabenen Rat ist derzeit äußerst angespannt. Ich bin mir sicher, ihr könnt die Gemüter der Adligen besänftigen, während wir unterdessen das wahre Problem beheben. Nicht, wenn der Inquisitor sie alle beleidigt, indem er sich inmitten der Gespräche verabschiedet. Unser einziger Vorteil ist, dass sich Orlais und Ferelden in so vielem uneins sind. Sollten sie sich aber gegen uns verbünden, muss die Göttliche ihre Forderungen unterstützen. Wir könnten alles verlieren. Könnten wir die Bedrohung durch die Kunari vielleicht nutzen, um alle daran zu erinnern, wie wertvoll die Inquisition noch immer ist? Nicht, solange wir nicht mehr wissen. Es wird schon alles gut gehen. Ich kümmere mich um den Erhabenen Rat. Und während Josie das übernimmt, werden wir weitere Nachforschungen anstellen. Wir, Eure Heiligkeit? Oh, nicht ihr auch noch, Josie. Ich begebe mich wieder zum Kreuzweg. Wir müssen herausfinden, was die Kunari planen und warum sie uns angegriffen haben. Und ich unterhalte mich mal mit unserer Ehrengarde. Na denn. Beständig. Gehe dem Plan der Kunari auf den Grund. Können wir auch einfach von hier aus hoch? Weil es sieht ganz so aus. Und die Musik im Hintergrund. Mysteriös. Oh, was haben wir denn hier? Hier muss irgendetwas sein. Halt! Da war der Hundeknochen. So, beim Neuspielen ist mir sowieso nochmal was aufgefallen. Erstens will ich es überprüfen. Okay, wir kriegen keinen Fallschaden, wenn wir hier runterspringen. Und hier hinten war das, glaube ich, ne? Nee, das war nicht hier hinten. Hier muss irgendetwas sein. Was war das? Da hat sich doch gerade was in Luft aufgelöst. Und ich sehe schon wieder ein schiefes Bild. Ja, gibt Stärke, wenn wir das umdrehen. Nee, ich muss die Stelle finden, wo wir hochgeklettert waren. Aber hier hinten ist die nicht. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Was? Ich habe da gerade jemanden gesehen, der hier nicht hingehört. Aber wo ist er jetzt hin? Der ist doch gerade ein Harlekin gewesen, oder nicht? Direkt auf der Treppe. Oder spiel mir jetzt meine Augen schon einen Streich? Oh. Aha, noch ein Hundeknochen. Kriegen wir noch mehr. Also ganz ehrlich, uns kriegt man ja bald gar nicht mehr down. Hier haben wir sogar noch was zu lesen, was ich übersehen habe. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 18 von Warwick Cedars. Der Regen hört sich so plötzlich auf, als wäre der unternehmungslustiger Straßenräuber aus der Contrie hinaufgeklettert, um die Wolken zu erdolchen. Der Nebel verzog sich, um einen besseren Teil der verwundeten Küste heimzusuchen. Und als Donnen den Hof der Kirche erreichte, riss auch die Wolkendecke auf. Das Mondlicht schien auf das regennasse Pflaster und Donnen hielt kurz inne, um zu atmen zu kommen und den abgerissenen Ärmel seines Mantels, den er als Verband benutzt hatte, fester zu ziehen. Die Blutung hatte nachgelassen, was entweder bedeutete, dass seine Wunde weniger tief war als befürchtet oder dass er inzwischen schon so viel Blut verloren hatte, dass es ihm langsam ausging. Während er versuchte, nicht näher über letztere Möglichkeiten nachzudenken,
stieß er die Kirchenpforte auf. Auf dieser vom Erbauer verlassenen Stunde war die Kirche lediglich durch die ewigen Flamme von Andrastes Füßen erleuchtet. Eine einzige lebende Seele war dort und entzündete eine Kerze für die Verstorbenen. Sie erhob sich, als Don ins Licht der Flamme stolperte. Gardist, Lady Maril eilte zu ihm, um ihn auf eine der Bänke zu helfen. Ihr solltet vielleicht einen der Heiler wecken, brächte er mit einem gequälten Lächeln hervor. Ich war mir nicht sicher, dass ihr hier sein würdet. Ebenso wenig wie ich. Eure Botschaft war ein wenig vage. Maril versuchte seinen befehlsmäßigen Verband zu untersuchen, doch Donnen hielt sie davon ab. Er zeigte auf die goldene Statue Andrastes. Ich habe euch von einer Freundin etwas bringen lassen. Es ist unter dem Altar. Maril bedankte ihn mit einem zweifelnden Blick, bevor sie auf das Podium stieg und anschließend mit einem kleinen Wachtuchbündel zurückkehrte. Sie öffnete den Knoten, der das Tuch zusammenhielt, und brachte eine rostige Klinge zum Vorschein, an deren Papierscheibe noch immer getrocknetes Blut klebte. Hasirans Klinge, hauchte sie, und es klang wie ein Gebet. Könnt ihr dafür sorgen, dass die Göttliche sie erhält? Fragte Donnen. Sie rieb sich die Augen. Ich werde sie persönlich zu ihr bringen. Das verlangt ihr im Gegenzug? Don kämpfte sich auf die Beine. Legt einfach beim Erbauer ein gutes Wort für mich ein, Milady. Man kann nie wissen, ob ich sein Wohlwollen nicht irgendwann mal brauche. Mit diesen Worten ließ er sie am Schrein der Flamme zurück. In ihren Händen ein Stück Geschichte. Okay. Aber, so. Sorry wegen den ganzen Hasplern. Ich bin jetzt eigentlich total figgerig auf den... Naja, Harlekin nennen wir ihn mal. Ihr habt ihn? Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich meine, das war ein Harlekin. Also so ein elfischer Harlekin, der hier rumstolziert ist. Aber wo ist er jetzt hin? Also er kann ja nicht weg sein. Er war ja eben hier noch auf der Treppe. Für 2 Sekunden. Ist dann ein Rauch aufgegangen? Aber jetzt ist die Frage, wo ist er hingegangen? Möchte er uns vielleicht was sagen? Möchte er, dass wir hier dieses wunderschöne Plündern? Okay, ein Katalog für irgendwas. Eine Depesche der Krone Ferelns an unseren geschätzten Freund Earl Teagan. Seid bedankt, dass ihr an diesem erhabenen Rat teilnehmt. Wir vertrauen vorbehaltlos darauf, dass ihr die Wünsche Ferelns vertretet und wir die Sicherheit unserer Grenzen kämpfen würdet. Wir werden außerdem täglich Boten entsenden, damit ihr nicht gänzlich von uns abgeschnitten seid, während ihr diese Pflicht erfüllt. Möge der Erbauer mit euch sein, König Alistair und Königin Anora von Ferelden. Am Ende der Seite findet sich noch ein schnell hinzugefügter Nachtsatz. Viel Glück, Onkel. Wenn es jemanden gibt, den ich dort lieber sehe als mich selbst, dann seid ihr es. Nun, eigentlich wäre mir jeder lieber als ich, aber danke, dass ihr euch dem Löwen stellt. Okay. Hier haben wir jetzt auch was zu lesen. Skandalöser Tratsch. Diese nicht unterschriebene Nachricht ist so zerknittert, als hätte sie jemand heimlich in seiner Tasche aufbewahrt. Liebste J., ja, es ist in der Tat überraschend, dass die Ferelner als Gleichgestellte hierher kommen. Aber der erhabene Rat findet dennoch im Herzen des südlichen Orlais statt.
Das kann unseren Nachbarn nicht entgangen sein. Kaiserin Selene ist in Val Rayo geblieben, um eine Abordnung der Nervarane zu besänftigen. Das behaupten zumindest ihre Boten. In Wahrheit ist es offensichtlich, dass die Kaiserin den Rat fernbleibt, um jeglichen Forderungen, sie müsse die Inquisition unter Kontrolle bringen, aus dem Weg zu gehen. Man könnte beinahe annehmen, Selene wäre der Meinung, die Inquisition fände womöglich einen Weg, ihre Fesseln abzustreifen. Wie überaus naiv für eine Frau ihres Alters. Seid ihr mal da nicht so sicher? Hier haben wir noch irgendwo was. Plündern wir einfach mal. Okay, ich habe einfach keine Ahnung, woher ich das finde, aber es ist... Das Wetter ist derzeit äußerst unbeständig. Ihr habt ihn? Da muss ich euch leider enttäuschen. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Da haben wir noch was zu lesen, aber ich mach mal kurz... Ich sollte mich umsehen. Okay. Zweimal Konstitution und ich sollte mich umsehen. Machen wir es nochmal. Verschwundene Bedienstete. Eine Nachricht in verschiedenen Handschriften, die mit Boten hin und her geschickt wurden. Das ist untragbar. Ich wollte heute meinen roten Umhang mit den Sparren tragen, aber niemand kann ihn in meiner Garderobe finden, die sich offenbar an 5 verschiedenen Orten gleichzeitig befindet. Schickt unverzüglich Malze zu mir. S. Ich habe Malze den ganzen Tag noch nicht gesehen, Onkel. Sie ist verschwunden, nachdem sie letzte Nacht das Bettzeug gewechselt hat. Ich musste mir von einem Dienstmädchen des Palastes in mein Kleid helfen lassen. E. Älter, ihr lasst euch eure Seidenkleid aus den Mountford von irgendeiner Magd mit ihren schmutzigen Fingern schnüren, schickt einen der Lakaien auf die Suche nach Melisse und sagt ihm, er soll ein paar Striemen auf der Kehrseite dieser Elfin hinterlassen, wenn er sie findet. S. Oh Mann. Hier ist noch was zu lesen. Es ist schon eine ganze Weile her, seit ihr so viele Leute. Eine Erinnerung. Der Pavillon ist selbstverständlich für festliche Anlässe verfügbar. Allerdings werden als Anzahlung im Falle eines Brandes, einer Flut oder kaiserlichen Launen nicht zurückerstattet. Bitte bedenkt dies bei eurer Buchung. Okay. So, aber was war jetzt mit dem Harlekin? Wie gesagt, ich hab den... Der geht mir jetzt echt nicht aus dem Kopf. Der irritiert mich jetzt überall bei. Ja, oh, hier ist noch was zu lesen. Nachricht bezüglich einer Wette. Okay. Eine Nachricht in verschiedenen Handschriften mit den Boten hin und her geschickt worden. Habt ihr gesehen, wie Botschafterin Monolith versucht hat, die Gemüter zu beruhigen, nachdem der Inquisitor aus dem erhabenen Rat gestürzt ist? M. Welch eine Frechheit. Adar hat vielleicht Nerven. L. Sind euch all die Boten vor den Gemächer der Göttlichen aufgefallen? Jeder verlangt von ihr, dass sie auf diesen Affront reagiert. A. Wenn überhaupt, hat das Verhalten des Inquisitors lediglich die Position für Raidens gestärkt. Eltigen schäumt vor Wut. L. Herzog Ciel wird nicht zulassen, dass er sich durchsetzt. Die Sache ist so gut wie besiegelt, meine Freunde. M. Wir werden sehen. A. Okay. Es war mir ein Vergnügen. Gut. Ich wollte aber jetzt sozusagen noch einmal einen Knochen holen. Ich hoffe, dass wir den jetzt noch kriegen. Ja, wo war ich denn wohl? Mensch. Ich bin eure Hintern retten gewesen. Hier war das. Genau, hier war das. Nämlich hier ganz hinten sind wir letztens nicht ganz hingelaufen und hier hatte ich dann nochmal einen Hundeknochen gesehen. So. Jetzt haben wir den auch und knallhart in der Oberstadt Kapitel 14 von Warwick Sedas. Der Hausdiener ist verstorben.
Magistrat Dunwald blinzelte, als Donnan Benerick in die Empfangshalle stürzte. Holt Lady Marielle sofort. Er steuerte direkt auf den Salon zu, in dem die Sammlung des Magistrats ausgestellt war. In einen schwarzen Umhang gehüllt, schlenderte Marielle in das Zimmer und lehnte sich gegen eine der Vitrinen. Gardist, welch angenehme Überraschung. Wo ist Javelin? Ihr Lächeln verschwand. Woher soll ich das wissen? Er ist euer Partner. Donnan hielt ihr die Nachricht entgegen. Euer Parfüm, Lady Marielle. Er legte sie auf die Vitrine neben ihr. Was hattet ihr in der Kaserne der Wache zu suchen? Die Nachricht ist nicht von mir, antwortete sie gefasst. Und ich habe auch euren Partner nicht. Aber ihr wart in der Kaserne. Er trat einen Schritt zurück, um sich eine der Vitrinen anzusehen. Ihr habt gesagt, Wagner wollte die gesamte Sammlung des Magistrat kaufen. Mir hat er aber erzählt, dass ihn nur ein einziges Schwert interessiert. Er öffnet den Schaukasten. Und ich denke, es war nie Teil von Seymes Sammlung. Ich denke, diese Vitrine war für das Schwert vorgesehen. Er zeigte auf die leeren, mit Samt ausgeschlagenen Kasten. Ich habe mir die Unterlagen des Vicomte angesehen. Ihr wart gerade einmal 3 Wochen mit Magistrat Dunwald verheiratet. Sagt mir, für wen ihr arbeitet und wo mein Partner ist. Dann werde ich versuchen, mich bei Vincons für euch einzusetzen. Die Kirche. Marielle schloss leise die Tür. Sie schickt mich nach Kirkwall. Als vor einigen Monaten die erste Gerüchte über das Schwert aufkam. Sie sah sich die Nachricht genauer an. Ich habe Javelin nicht die Nachricht lang bereits in seinen Lager, als ich dort nach euch beiden gesucht habe. Donnan bemühte sich nicht, seine Skepsis zu verbergen. Ihr seid also unschuldig, habt aber keiner der Wachen erzählt, dass er verschwunden ist? Irgendjemand hat ihn aus der Kaserne entführt, Sarah, und niemand hat etwas davon mitbekommen. Kommt euch das nicht merkwürdig vor? Sie sah ihn direkt in die Augen. Habt ihr je von der von den Verstreckern gehört? Sie sind ein Mythos, der Leute ermordet. Sie seufzte. Die Vollstrecker haben euren Partner und ich denke, sie haben einen Helfer bei der Stadtwache. Wie sonst hätten sie Javelin aus der Feste schaffen können, ohne dabei gesehen zu werden? Donnan sah ihr zu, wie sie mit ihren Schal spielte. Warum wart ihr in der Kaserne? Ich hatte vermutet, dass die Vollstrecker jemanden eingeschleust haben. Sie zuckte mit den Schultern. Wie sonst hätten sie den armen Comte de Far dazu bringen können, seinen Mörder die Tür zu öffnen, seit er den Kauf des Schwertes für Seymes in die Wege geleitet hatte? Hatte er sich zu Hause versteckt? Die einzigen, die er empfangen hat, waren Seymes und ihr. Okay, so, wir können jetzt hier aber nicht weiter hochklettern. Hier hinten soll noch was sein. Oh. Wie soll ich denn da oben rankommen? Gut, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Ich habe keine Ahnung, was das ist und wozu das gehört. Aber gut, wir haben jetzt genug Lesestunde betrieben. Jetzt haben wir hier jetzt mal wieder eine ganze Folge totgeschlagen. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier irgendwo wieder zum Spiegel kommen. Der muss ja dann irgendwo hier sein. Ja, das sieht schon richtiger aus. Mhm, da haben wir nochmal was zu lesen. Das gucken wir uns gleich an. Und hier ist der Spiegel. Ja, gut eingerichtet hier. So, dann lesen wir noch das. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 16 von Warwick Cedars. Don verließ die Taverne und machte sich auf den Weg durch die mondlose Nacht. Der Nebel hing wie Spinnweben in den Straßen und an den Gebäuden, und die dicke Luft kündet baldigen Regen an.
In jeder anderen Nacht wäre Don geradewegs in die Kaserne zurückgekehrt. Heute jedoch hatte er einige Verabredungen, die er einhalten musste. Um Mitternacht sind die Kais anstelle der unablässigen Flüche der Seelenleute mit den traurigen Klang ferner Glocken im Hafen erfüllt. Als Donnen dort eintraf, warteten Wagner und seine beiden Schläger bereits auf ihn. Gerade so weit vom Büro des Hafenmeisters entfernt, dass sie von dort aus nicht zu sehen waren. Wagners weißer Samteurmantel ließ ihn im Nebel wie einen selbstgefälligen Mond erstrahlen. Messer Benrovic, ich nehme an, ihr habt meine Ware bei euch. Wagner lächelte. Neben ihm bearbeitete der tätowierte Chasewind seine Fingernägel mit seinem Dolch und kratzte etwas darunter hervor, das wie Blut aussah. Donnen griff in seinen Mantel und zog ein kleines Stoffbündel heraus. Zunächst sollten wir uns über ein paar Dinge unterhalten. Wagners Augen glänzten im Widerschein seiner Wampe. Natürlich, der Preis. Er gab den vernarbten Ander ein Zeichen, woraufhin dieser einen Beutel voller Münzen in die Höhe hielt. 100 Kronen sollten genügen, meint ihr nicht auch? Das hängt davon ab. Donnen spielte mit der Schnur, die das Bündel verschlossen hielt. Ihr habt Magistrat Dunwald getötet, richtig? Nach meinem kleinen Zusammenstoß mit euren Freunden hier ist mir klar geworden, dass eine derartige Wunde nur von einem Steindolch wie dem eures Chasewinds herführen konnte. Wagner zuckte mit den Schultern. Es sterben ständig Leute, Sarah. Wir sollten unsere Geschäfte nicht von derartigen Misslichkeiten beeinflussen lassen. Eine weitere Geste und der Ader baute sich nur wenige Zentimeter vor Donnen auf, während er den Beutel voll Gold wie eine Keule schwang. Und was ist mit Javelin? Fragte Donnen. Ich weiß nicht, was euren Partner zugestoßen ist. Donnen übergab das Bündel und der Ader ließ den Beutel vor seine Füße fallen, um seinen Auftraggeber die Beute zu überreichen. Nachdem Wagner das Bündel begierig geöffnet hatte, kam ein rostiges, schartiges Kurzschwert zum Vorschein. Sein Blick wurde finster. Das ist nicht die Klinge. Sowohl der Chasewind als auch der Ader zogen ihre Dolche. Donnen rührte sich nicht von der Stelle. Dann ist es umso bedauerlicher, dass ihr Doomwald dafür getötet habt. Denkt ihr etwa, ich würde einen Magistrat ermorden, aber keinen Gardisten? Wagner lachte. Wie überaus dumm von euch, Sarah. Wir haben genug gehört, Hauptmann. Handalen trat, begleitete von Dutzend Wachen, hinter ihren Häuserecken hervor. Zum ersten Mal seit Monaten sah Don in ihrem Gesicht so etwas wie ein Lächeln. Gute Arbeit, Gardist. Ab jetzt übernehmen wir. Okay. Jetzt hänge ich hier auch noch fest. Gut. Bevor wir jetzt aber hier wieder zurückkehren, würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle noch mal einen klitzekleinen Cut. Denn durch das ganze Lesen ist meine Kehle trocken geworden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.